Cha-Cha, Glückwunsch zum Sieg. Wie zufrieden bist du mit der heutigen Teamleistung? Sehr zufrieden. Wir haben uns einiges vorgenommen, gerade weil wir das Hinspiel in Hamburg verloren haben und auch das letzte Spiel in Köln. Und ich glaube, wir haben die richtige Reaktion gezeigt und verdient hier gewonnen. Im ersten Viertel hattet ihr Probleme, ins Spiel zu starten. Wie kannst du dir das erklären? Ja, die haben halt taffe Schüsse getroffen gegen uns und wir waren immer einen Schritt zu langsam. Aber Mitte des ersten Viertels kamen wir dann wieder zurück und haben wieder in unser Spiel gefunden. Wie gehst du persönlich aus dem Spiel? Ja, mit einem guten Gefühl. Ich glaube, es passiert nicht oft, dass ich mal Topscorer hier werde. Und ja, es fühlt sich gut an, aber ich meine, Spiel ist Spiel. Wir haben das gewonnen und wir müssen da weiter gucken. Dankeschön. Bitteschön. Marc, ihr habt 106-82 gegen den MBC verloren. Wie kannst du dir das Spielergebnis erklären? Na, wir hatten in der ersten Halbzeit eine Phase, wo wir sehr, sehr schlecht in der Transition verteidigt haben, viele, viele einfache Körper gekriegt haben und unseren Plan einfach nicht befolgt haben, was wir uns vorgenommen haben. Dadurch haben wir halt einen Lauf kassiert, der uns am Ende das Knick gebrochen hat. Bist du dennoch zufrieden mit der Leistung deines Teams? Ich glaube, der Einsatz war trotzdem da. Also es ist natürlich wirklich schwer, jetzt beim Spitzenreiter anzutreten, dezimiert. Ich glaube aber, wir haben trotzdem über das ganze Spiel gekämpft und das ist wichtig. Dankeschön. Ja. Benedikt, du musstest das Spiel heute verletzungsbedingt vom Spielfeldrand betrachten. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ich habe mich gefreut. Also natürlich nicht gefreut, weil ich das Spiel von der Seite gucken musste, aber die Jungs haben das ganze Spiel über gekämpft. Alle haben zusammengehalten. Wir haben das umgesetzt, was sie umsetzen wollten. Deswegen habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Also bist du zufrieden mit der Leistung der Mannschaft? Auf jeden Fall. Du bist immer noch verletzt. Wann können wir damit rechnen, dass du wieder einsatzbereit bist? Und wie geht's dir allgemein? Mir geht's relativ gut. Ich bin jetzt 2 Wochen raus. Die Reha läuft gut. Genau wann ich zurückkomme, weiß ich leider nicht. Ich hoffe, so früh wie möglich. Dankeschön. Danke.